Hi, Trixie. Für dich immer noch Techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Erstmal kannst du deine Sätze zu Ende reden. Und super, dass du so in-character bist. Das finde ich schon mal sehr super. Was gibt's alles? Wie hast du den Job zurückbekommen? Edna hat Emmels Stand schließen lassen. Kannst du Emmets Demonstration verschieben lassen? Where the fuck is Emmet? Und erzähl mir etwas über die Attraktion. Erstmal das. Tja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Dutot persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Jacques Chirac, what the fuck? Sag ich dazu nur. Wo kriege ich eigentlich die Eintrittskarten her? Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Die kann ich verticken. Was ist das für eine gruselige Musik? Kannst du die Demonstration verschieben lassen vielleicht? Wir brauchen etwas mehr Zeit und ich glaube, ich habe nicht so viel. Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt es ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Aber es geht um unsere Zukunft. Und diese nervige Hintergrundmusik. Eieiei. Wo ist Emmet? Hast du Emmet irgendwo gesehen? Emmet Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja. Sein Onkel oder so? Oder so. Oder er selbst. Und ich hoffe, da kommt nicht öfters vor, dass jetzt die Sätze mittendrin abgebrochen werden. Das ist doch etwas zum Kotzen. Wenn aber wichtige Informationen verloren gehen. Und wie hast du den Job gekriegt? Das wundert mich jetzt auch irgendwie. Wahrscheinlich hat er irgendwie unseren Opa um den Finger gewickelt. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Arti hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Oh. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Ach, fuck. Das ist jetzt cool gewesen. Er geht's auch schon. Komm schon, Trixie. Ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Da ist wohl doch was gelaufen. Oh mein Gott. Edna hat Emmets Stand schließen lassen. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Oh nein. Und jetzt brauche ich deine Hilfe dazu. Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. Mach doch die Sätze fertig. Mein Gott, das ist doch zum Kotzen. Dann inspirier mich, Muse. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Yeah. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Was war das denn? Ich dachte irgendwie... Ach, komm, die bringt nichts. Danke. Ich helfe doch gern. Das habe ich gesehen, wie du mir hilfst. Hindere Edna daran, sich in Emmets Demonstration einzumischen. Da ist eine Jukebox. Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Oh ja, so sieht's aus. MTV. Ah, die Zeiten vermisse ich. Gibt's MTV nicht jetzt auf irgendeinem Pay-TV-Sender oder sowas? Also ich glaube, im Früh-TV läuft das nicht mehr und am Ende lief auch nicht mehr so geiles Zeug da.
Aber früher gab es auch schon coole Sachen, so Viva La Bam und Jackass und so Zeug. Homewreckers und Bams Unholy Union. Gott, ich hab das zu viel gesehen. Er kommt zurück! Halt die Fresse. Also, wo waren wir? Habe ich so viel davon gesehen. Und jetzt kommt beim Fernsehen nur noch Schrott. Also außer die US-Serien gucke ich da eigentlich fast gar nichts mehr. Außer wieder Supertalent. Ich schweife schon wieder so übelst ab. Müssen weiterkommen. So, Blumentopf. Deine Zeit ist gekommen. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Alles. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Ja, praktisch zu Serienmördern, die mit Pflanzen reden. Kenne ich aber jetzt auch wenige. So. Du bist nix. Futuristische Waffe. Nun, wenn man... Der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Und aus Holz, so wie es aussieht. Moment. Lassen Sie mich jetzt bitte halt in Ruhe meine Arbeit machen. Fresse, ich in eine Minute, ich bin noch nicht fertig. Oh Gott, ich kann die Stimme schon gar nicht mehr, das ist zu nervig. So, damit es weitergeht, also die Klappe hält. Danny, kann ich kurz mit Edna sprechen? Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Wieso redet ihr nicht lauter? Worum geht es hier? So, was mache ich jetzt mit dir? Trixie hat ihren Job zurück. Gefällt dir das? Schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Oh, ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt. Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Don't be racist. Wieso hast du den endlich schließen lassen? Was soll das denn? Was soll der Scheiß? Sag mir, warum hast du Emmets Erfindung verbieten lassen, ha? Ich hatte keine Wahl. Mr. Sagan hat mir einmal von deinen Versuchen berichtet, meinen armen Emmett zu radikalisieren. Und ich wusste, dass ich ihn davon abhalten musste, deine gefährliche Erfindung zu demonstrieren. Aber es ist seine Erfindung. Und sie ist nicht gefährlich. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber auch nur für ihn. Das entscheidet die Polizei. Und nicht du. Sonst muss ich dich am Ende selbst töten und da... Irgendwie hoffe ich doch auf ein Happy End. So, wo ist denn Carl Sagan? Hast du Mr. Sagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenzen. Und wo ist Emmett? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Wovor? Vor dir vor allem. Wollte ich auch gerade sagen, vor dir. Aber du musst doch wissen, wo Emmett ist. Und du weißt wirklich nicht, wo Emmett ist? Kein Schimmer. Wenn er klug ist, ist er schnell vor diesen gefährlichen Spielereien weggerannt, die er auf dein Drängen hin heute ausstellen wollte. Spielereien? Oh, ich hasse sie immer mehr. Aber du hast doch Emmett verlassen. Warum bist du noch nicht aus Emmets Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnoff. Smirnoff? Ist das nicht irgend so eine Wodka-Marke oder sowas? Nee, das ist irgendwie Biermarke, oder? So ein komisches Biermischgetränk. Smirnoff Eis oder so. Ich sollte mal wieder trinken. Egal. Nee, das kommt noch nicht dran. Sag Parker, dass er Emmets Stand öffnen soll. Gibt's eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser Apparat da unter Verschluss. Ich sag sie, wir sollen sie irgendwann töten. Ken lässt es doch am Ende so hin. Wobei ich glaube, das wird auch Auswirkungen haben würden.
Denn bisher ist sie relativ unwichtig und in der Zukunft ist sie ja bloß eine alte Oma da. Ja, denken wir mal etwas positiver und überführen sie. Ich kenne dein Fenster, das Geheimnis. Ja. Geheimnis? Welches Geheimnis? Das ist geil. Wobei ich das Miststück mit Bitch ausgetauscht hätte, aber... Okay, ich muss es sagen. Ich würde sie eiskalt ins Gesicht sagen. Du bist skrupellos, manipulativ und machthungrig. Und eine Bitch. Das ist mein finsteres Geheimnis. Ich betrachte es als Charakterstärke. Ja, da guckst du blöd, ne? Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Welches wäre denn das Beste? Du bist eine Diebin. Diese Wohlfahrtsverbände. Die waren reine Fassade, damit du dich in die Waisenhäuser hereinschmuggeln konntest. Um ihre Sparschweine zu klauen? Genau. Warum im Park eigentlich deine Befehle hingegen? Was bist du denn? Bist du so ein hohes Tier, was über der Polizei steht? Ich glaube nicht. Warum folgt Parker dir so willig? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Ist ja, stimmt ja. Mein Gott, das sind ja Journalisten. Die können ja aus jedem einen Hans Wursten machen, öffentlich. Ja, diese, ich sag's mal, Macht bin echt nicht zu unterschätzen. Aber Emmett will dich nicht zurück und das aus gutem Grund. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, seine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Ja, das ist Ironie, oder? Deshalb hast du in der Zukunft auch Katzen. Hattest du die Katzen? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Das war ziemlich am Anfang der ersten Episode. Ich glaube schon. Oder ich verwechsel sie mit der Katzenlady von The Simpsons, aber ich glaube irgendwie nicht. Sag Parker, dass er Emmett schon öffnen soll. Gibt's eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser... Ach stimmt, wir müssen sie töten. Ganz vergessen. Das kriege ich hin. Okay, das führt zu nichts. Ich muss Emmett finden. Bleib weg von ihm, du anarchistischer Rabauke! Was für eine Bitch. So, mal gucken, ob wir ihn irgendwie überreden können. Psst, er kommt! Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnoff, stellen Sie sich jetzt! Unter vier Augen. Mit Vergnügen. Genosse Smirnoff. Und es hört echt mal lauter reden, du bist da leiser als die Hintergrundmusik, du Dingens. Gibt's auch so viel? Ich habe was gegen Edna in der Hand. Das würde ich etwas später machen. Was magst du hier? Hast du Emmett gesehen? Ach, komm. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Sie hat versucht, Doc neu zu programmieren. Ist in der Zukunft, das ist unwahrscheinlich, dass er es glaubt. Sie hat meinen Vater verprügeln lassen. Auch in der Zukunft? Sie und Carl Sagan haben irgendwas ausgeheckt. Das war... Vergangenheit oder Gegenwart? Ich glaube Vergangenheit. Oder Zukunft? Nee, Vergangenheit, glaube ich. Ich habe gesehen, wie sie mit Carl Sagan getuschelt hat. Gestern vor der Expo. Und weißt du auch, worüber sie get... Nein, aber sie hat echt schuldig ausgesehen. Ich fürchte, dass ich etwas Handfesteres brauche. Jeder dritte... Jeder der drei Sätze ist abgehakt. Also das nervt mich jetzt wirklich extrem langsam. Ich weiß, ich sollte nicht so drauf eingehen, aber wenn da wichtige Sätze verloren gehen, deshalb ist er schon ziemlich nervig. Aber naja.
Emmett muss seinen Flug schaffen. Du musst Emmett seine Erfindung vorführen lassen. Seine ganze Zukunft hängt davon ab. Würde ich ja gerne, Junge. Aber Miss Strickland denkt, sie ist gefährlich. Solange er also nicht auftaucht und sich erklärt, gibt es keine Vorführung. Rung. Ung. Tschüss. Danke. Hoffentlich. Du musst mir diese Schreckschraube vom Hals schaffen. Und? Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt? Hat er gestanden? Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. Gott, wie die nervig ist. Das wollte ich nur angucken, was ist das denn Schönes? Die Möbel der Zukunft war das, oder? Oder? Da war doch was. Da ist doch Future Furnishings. Ja, die Jute Furniture. Das ist irgendwie eins meiner Lieblingswörter auf Englisch, Furniture. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hört sich sau cool an. Und rein hier. Yeah. Ab zum VIP-Bereich. Im House of Glass. Wo ich eigentlich nicht hin wollte, aber okay. Niemand da. Gut, dann. Also mit Laufen funktioniert auch wunderprächtig. Gucken wir uns hier mal um. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Sieht das ungemütlich aus. Topfpflanze, da bist du wieder. Ah, ich hab schon eine Idee. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Willst du so eine Spionagepflanze? Blumen der Zukunft. Wie eine normale Topfpflanze, nur künstlich. Ah, ich weiß schon. Eintrittskarten für die Expo müssen auch mal angucken. Nett von Trixie, mir diese Eintrittskarten zu geben. Damit komme ich angeblich zu allen großen Attraktionen. Nein. Alle Sätze sind abgehakt. Das ist wirklich zum... aus der Haut fahren. Gut, ich habe schon eine Idee. Wahrscheinlich müssen wir sie mit der anderen austauschen. Da war was. Entertainment Center. Ah. Da bin ich mal extrem gespannt. Passt ja gut für eine Expo. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Und wo ist der Fernseher? Das ist die größere Frage. Okay, naja, zwei Radios, das ist schon mal Entertainment pur, würde ich sagen. Da ist noch eine Konsole. Hübsch. Einfach mal was drücken. Blauer Knopf, grüner Knopf, roter Knopf. Regel. Grün. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... Ach gut, dachte ich, musste das auswendig wissen. Aber erstmal will ich mal gucken, was die andere Zeit bringen. Auflegen. Gespräch beendet. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informationsstand erwerben. Ich mache das jetzt einfach mal fertig für Sie. Ui, jetzt wird's knapp von der Zeit. Verdammt. Hintere Ätten daran, sich in Emmets Demonstration einzumischen. Gut. Erstmal Knopf drücken, weil es so viel Spaß macht. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Ist das bescheuert? Das ist Wachs. Hoffentlich kommt es nicht die zweite Demonstration. Gott sei Dank. Dann drücken wir auf das blaue Knöpfchen. Sonst kann ich ja nichts drücken. Und? Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärgere dich nicht und so. Das sind übelst im Spielspaß.
Da werden bestimmt irgendwelche geile Anspielungen gekommen. Aber ich kann in der Rolle irgendwie nichts ändern. Tut mir wirklich leid. Raus hier. Und obwohl das Austauschen bringt irgendwie so gar nichts. Oder? Hallo Leute! Hallo!